Das ist der lange Weg aus, zunächst einmal über Bischofshofen, dann in Richtung der steirischen Landesgrenze, durch das unendlich lange Ennstal, die Ennstal-Bundesstraße über die Sprints, Mandling, eine Sprintwertung und dann geht es in Richtung Gesäuse, über Halbe, Admont, die Bergwertungen Buchauer Sattel, dann die Radstadthöhe und über die niederösterreichische Landesgrenze nach Lassing. Das Etappenziel also wirklich knackig, kurzer, steiler Anstieg. Nach dem Sprint immer eine gute Möglichkeit, vielleicht eine neue Rennsituation herbeizuführen. Ja, es wird permanent, hat momentan richtig nach Gemetzel aus. Man sieht also, wie viele kleine Gruppen da zwischen im Hauptfeld noch sind. Natürlich eine Sieger, der im Gesamtklassement vorne dabei ist, unheimlich aufpassen muss, dass nicht eine größere Gruppe wegrollt, um die Kontrolle zu verlieren. Also wenn da 20, 30 wegfahren, hast du sehr schwer die Kontrolle, wer da jetzt alle dabei ist, ob da nicht ein Gefährlicher vom Klassement dabei ist. Jetzt, wo ja es keinen Sprechfunk mehr gibt und die Situation eigentlich optisch und durch Anzeigen der Motor wahrgenommen werden muss. Und die haben es geschafft. Das ist nämlich Markus Eibecker gemeinsam mit Bernhard Eisel. Die haben schon 10 Sekunden Vorsprung da rausfahren können. Da gehen aber sofort wieder ein paar nach und der Wind auch relativ stark jetzt hier. Wir sind schon auf der Ennstal-Bundesstraße, die Heimat der Radler für die nächsten über 60 Kilometer. Ja, zwei alte Bekannte, der ja doch Ende des Monats sich verheiraten wird. Na, gratulieren wir jetzt schon. Wie geht diese Hymne? Na, aber da kommen schon wieder ein paar nach. Also zu zweit keine Chance wahrscheinlich, dass so eine große Gruppe jetzt bin. Ja, die Chance ist natürlich so wie jetzt, dass sich eine Gruppe formiert. Aber da muss natürlich sehr, sehr schnell sehr viel Einigkeit bestehen. Weil wenn nur einer beteiligt bei so hoher Geschwindigkeit, kommt das Feld relativ schnell wieder nach. Und vor allem die Konstellation dieser Gruppe muss so sein, dass keiner, der im Gesamtklassement vorne dabei ist, hier mit in seiner Gruppe ist. Aber das schaut momentan auch entsprechend aus. Sprintwertung in Mandling, Oss gewinnt vor Eisel und Markus Eibecker. Ja, und da haben wir jetzt diese größere Gruppe, 6 Avermaet und Oss, eben die beiden im BMC-Trikot des gestrigen Triumphators Matthias Frank, der Glocknerkönig. Und wir sind schon in der Stadt der Ski-WM. Einmal noch der Blick, diesmal in grün, die WM-Pisten. Ja, und auch diese Gruppe, Sie sehen es, schon wieder eingeholt am Ende der Umfahrung von Schladming geschlossen. Aber schon wieder die nächste Attacke. Also da geht es momentan, sie schenken sich momentan nichts. Und ja, das ist immer die Lotterie oder das Spiel. Wann geht wirklich die richtige? Wie oft kann ich selbst mitspringen? Und da gibt es eben Mannschaften, die ganz, ganz eindeutig den Mannschaftsorder rausgeben, dass 3-4 Mann von ersten 30, 40 Kilometer mit vorne dabei sind und immer wieder mitspringen in diese Gruppen. Paterski und Ratto, die beiden Fahrer von der Cannondale-Mannschaft und dahinter, Jan Sokol vom Welser Team, 52 km/h. Und das ist exakt der Schnitt, den die Fahrer heute auf den ersten fahren, also unglaublich hohes Tempo. Und da sieht man wieder, dass das Sprichwort das Tempo. Und das ist nämlich so eine Situation, wo jetzt eine große Gruppe wegfährt und wenn du da weiter hinten bist, dann läufst du Gefahr, dass so eine große Gruppe auch wegrollen kann. Wir sind in Gröbming und die Gruppe schon wieder geschluckt, aber das Feld, das sehen wir jetzt, Gerd, auseinandergerissen, da drei große Gruppen jetzt plötzlich, ja, und der starke Wind auch, schön zu sehen. Ja, es ist sehr viel Rückenwind, hoher Schnitt, aber auch zustande kommend, weil hier permanent attackiert wird und weil es ja nicht gelingt, dass sich ein paar Fahrer vom Feld lösen. Hätten sich in der Zwischenzeit ein paar Fahrer lösen können, dann wäre natürlich das Tempo schlagartig nach unten gegangen. Aber wenn es überhaupt dazu kommt, wird eben das Tempo enorm hoch sein. Im Feld der Mann in Gelb, Sel Dreyers, da ganz vorne mit dabei, auch Dreyers, da ganz vorne mit dabei, auch Ricardo Zeudler rollt da noch ganz gemütlich. Blick auf Schloss Trautenfels. Ja, und der Attacke, Ignatjev, der Russe von der Katjuscha-Mannschaft. Und auch Paterski hängt sich da an. Mann fällt die Maciej Paterski aus Polen im grünen Trikot. Er fällt weit auseinandergezogen. Und auch Frappaki schließt da auf.
Auch er ein Fahrer, der in der Gesamtwertung weit zurückliegt. Ja, das schaut momentan so aus. Also kurzfristig ein bisschen ein Loch aufgemacht. Schauen wir mal, ob es, wie es weitergehen wird hinten, ob sich Mannschaften formieren, ob es Einzelattacken ob es Einzelattacken gibt, ob noch welche versuchen werden. Aber da schaut es momentan aus, als ja, ist jetzt die Luft draußen. Er hat jetzt abgestellt. Aber auch erklärbar durch das hohe Tempo eben dieser Anfangsphase. Noch dazu kommt jetzt, dass eine kurze Pause eingelegt. Kurz rechts Bernhard Eisel. Und die drei kommen natürlich jetzt einmal weg. Innerhalb von wenigen Minuten gleich einmal auf eine Minute Vorsprung. Einmal auf eine Minute Vorsprung schon für diese Dreimannspitze jetzt. Wie gesagt, die Rückstände aller Fahrer über 30 Minuten. 34,50 Ignatieff und Paterski 40 Minuten zurücklegen. Also von der Konstellation jetzt würde ich sagen, keine Gefahr für das Gesamtklassement, keine Sprintetappe. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass diese Gruppe jetzt einmal einen größeren Vorsprung herauf hat. Das einzige Defizit, das diese Gruppe jetzt hat, ist, dass sie nur zu dritt sind. Und es ist doch ein weiter Weg ins Ziel. Noch über 100 Kilometer dieser Monster-Etappe, heute wie gesagt die längste der Österreich-Rundfahrt. Sind schon unterwegs. Die Haller Mauergrund, der Sprint in Hall bei Admont. Da wird nur drüber gerollt. Paterski vor Ignatieff. Rotti auf Rang 3. Rückstand des Feldes unglaublich groß geworden. 5 Minuten. Ja, interessant, dass hinten die Mannschaft Omega Pharma Tempo macht. Das ist die Mannschaft und Dries Divines. Und die Frage ist, welchen Sinn macht es? Er ist mit 1,31 Rückstand, also diese Gruppe ist nicht wirklich für sein Gesamtklassement gefährlich und trotzdem machen sie hinten Tempo. Entweder so sagt, ihr macht Tempo, ich möchte diese Etappe heute gewinnen, weil sonst sehe ich momentan keinen Grund, hinten Tempo zu machen. Die Regenwand bleibt heute von der Rennstrecke fern. Gott sei Dank, wieder strahlender Sonnenschein bei der Bergwertung Buchauer Satt. Vorsprung für die drei Spitzenfahrer. 4 Minuten, so sieht das Ganze bildlich aus. Es fällt noch die Spitze schon 500 Meter vor der Bergwertung. Ignatieff rechts hinten, der schon geopfert wurde bei der Osttirol-Etappe, so lang draußen war bei widrigen Bedingungen, deswegen auch der große Rückstand. Also das Opfer für die Fluchtgruppen im Katjuscha-Team. Es ist immer wieder interessant, dass oft die gleichen Leute oft zu sehen sind bei den Fluchtgruppen. Mit 19 Jahren in Athen die Goldmedaille im Punktefahren erobert, war lange Zeit auch ein Gegner von Weltmeister Franz Stocher, der auch hier in der Kolonne das VIP-Shuttle fährt. Bahnfahrer, ein Weltklasse-Bahnfahrer und genau das kann er eben. Und diese Klasse wird hier ausgenutzt. Die Bergwertung an Ignatieff vor Fraporti und Paterski, der Pole dahinter. Ja, die drei sind sich eigentlich relativ einig. Oben bei der Bergwertung Ignatieff vor Fraporti. Die beiden kriegen noch Punkte bei dieser kleinen Bergwertung der Kategorie. Hier für den dritten gibt es keine Punktbergwertung. Da führt ja Sel Dreyers genauso wie in der Gesamtpunktewertung überlegen nach seinem Erfolg am Kitzbüheler Horn. Ich glaube, Sel Dreyers Trikots außer dem besten Österreicher, oder? Ja. Den wird er auch hier in dieser Tour nicht erreichen. Da sehen wir eben im gepunkteten Trikot Sörensen, der eben nicht führt, nur das Trikot trägt als Zweiter der Bergwertung. Der Hüsoft, der Weltmeister, auch er mit einem Autolift. Kraft sparen. Souverän die Etappe, doch Matra gewonnen, da hat er seine Klasse aufblitzen lassen. Und die Spitze unterwegs schon in Niederösterreich. Für Ricardo Zeudel, oder die letzte Möglichkeit vor dem Einzelzeitfahren in Bodersdorf noch einmal alles zu versuchen, um doch noch Zeit auf Sel Dreyers gut zu machen. Und er hat sich auch heute viel vorgenommen dafür. Bergwertung in Lassing. Ignatieff
vor Paterski. Dann natürlich diese Bergwertungspunkte für die drei Fahrer keine Rolle mehr. Schlicht gesprintet hier um die Bergwertung. Ja, und schön langsam wird hinten gefahren im Feld, denn der Vorsprung noch immer über 3 Minuten. Über 3 Minuten, 25 Kilometer noch ins Ziel. Also wenn jetzt der Vorsprung nur noch 3 Minuten, Gruppe eher schwarz, denn sie fahren jetzt schon ja, fast 100 Kilometer an der Spitze. Zu dritt ist das aufwendiges Unternehmen. Und wenn jetzt der Vorsprung schon schmilzt und das 25 Kilometer vom Ziel, dann sehe ich eher eher schwarz für diese Gruppe. Und da sieht man jetzt... Die dürften schon müde sein. Da versucht jetzt Ignatjew noch einen Vorstoß in der Ips. Ignatjew ist offensichtlich mit dem Tempo nicht zufrieden, versucht jetzt allein im Alleingang das Tempo zu erhöhen. Aber sobald die wieder zusammenkommen, ist aus dieser Ausreißergruppe wahrscheinlich jetzt die Luft draußen. Da ist Ignatjew so anstiegs 2,4 Kilometer, aber von hinten braust das Feld heran. Der hat keine Chance, da solo raufzukommen nach der langen Fahrt. Wieder eine Osttirol-Etappe, das Fluchtgruppenopfer quasi. Ignatjew geopfert und alles wieder beisammen. Feld geschlossen, Noch 2 Kilometer der Anstieg. Jetzt vorne Denifl, rechts, hui, hinten, fast Kollision. Da der Rebe hinten, aber Gott sei Dank, einer muss sogar absteigen. Ja. Ja, da ist momentan eine richtige Rampe drinnen. Da wird das Tempo, Mope war wahrscheinlich offensichtlich zu kompakt. Wer traut sich? Chris Anker Sørensen. Im gepunkteten Bergtrikot. Der Däne sofort Kvasiner, der da die Gruppe nachzieht. ID-roten Kofidis-Trikot und auch der Gelbe in dieser Gruppe und Ricardo Zeudel mit dabei. Die Kilometermarke, aber die kommen wieder näher hinten. Kilometer nicht, weil bei den Massensprints im Flachen, wo der Kilometer in einer Minute fast absolviert wird, hier dieser Kilometer ist noch sehr lang, weil da momentan die Straße knapp 14% beträgt. Ja, und da ist Sørensen schon wieder geschluckt. Wer kommt blank? Der Glocknerkönig hat noch gute Beine nach der gestrigen Monsterfahrt. Ja, Idee kann da im Moment nicht mit, auch Zeudel können nicht mit, 800 Meter noch bis ins Etappenziel. Ja, gewaltig, was der jetzt in der kurzen Zeit für einen Vorsprung. Also der ist wirklich gut in Form gekommen. In dieser Österreich-Rundfahrt. Hat sich schon bei der Tour de Suisse bewiesen. Aber da jetzt noch einmal eins draufzulegen, das ist schon gewaltig. Dahinter Maika Dabole. Und wo ist Ricardo Zeudel? Der ist da hinten in der Gruppe mit Zell Dreyers. Nur der tolle Stimmung wieder. Tausende Fans hierher gekommen. Maika dreht sich um. Platz 2 und 3, ein paar Sekunden da schon. Und wo ist Ricardo Zeudel? Da vorne ist er. Kann er vielleicht ein paar Sekunden holen? Zell Dreyers kann hinten das Hinterrad nicht halten. Heute hin, da sieht man am Giganten erfahrt. Da fordert der Ricci. Weltklasse. Könnten entscheidende Sekunden sein für das Zeitfahren. Zell Dreyers. Ja, so wie es ausschaut, hat er jetzt sogar den Zell Dreyers einige Meter abgehängt und beim Berg. Wird er sich natürlich in ein paar Sekunden auswirken. Matthias Frank, der Etappensieger, wie gestern auch heute hier am Sonntagberg. Maika Idee und Rang 4. Da ist er, Ricardo Zeugel wird Vierter. Und jetzt ticken die Sekunden. Da kommt Zell Dreyers. Auch dem hat er jetzt nämlich 7 Sekunden abgenommen. Und die hatten keine Chance mehr. Kvasiner auch am Ende dieser großen Gruppe da oben reingekommen. Genauso wie George Bennett. Ich muss auch sagen, fast Sprintattacke hier. Das genießen wir noch einmal, die Pedaldritte. Ja, das sieht man. Der hat ganz andere Kraftreserven. Auch die ersten beiden Etappen nicht so aufgeblitzt, aber jetzt seit gestern, seit dem Glocknerkönig und der gestrigen Etappe nach Alpendorf und heute hier am Sonntagberg. Ja, da ist auch ein Mann, ein Schweizer, viel hören wird. Matthias Frank, also der Mann dieser 2 Tage, gestern und heute. Das Ergebnis, er gewinnt also 5 Sekunden vor Maika. 6-6, wichtigste für Ricardo Zeudel, hat 7 Sekunden, nämlich Diatschenko und Zell Dreyers abgenommen. Die beide auf den Rängen 8 und 9 ins Ziel kommen in der Gesamtwertung. 8 und 9 ins Ziel kommen in der Gesamtwertung. Also jetzt 52 Sekunden, nur der Rückstand von Ricardo Zeudel auf den Mann. Weiter spannend bei dieser Rundfahrt. Und wir hören Diatschenko im Zeitfahren beim Ausrollen, der Mann in Gelb. Und morgen rollt er weiter in Richtung Sekundengutmachen.